Martin Schulz erklärt die Politik. Der ehemalige Vorsitzende der SPD war bei einer Podiumsdiskussion zu den aktuellen Problemen der Autoindustrie in der Bamberger Konzerthalle einer von 6 Diskutanten. Vor allem in Städten wie Bamberg hängen von der Zukunft des Autos tausende Arbeitsplätze ab. Doch als der Moderator des Abends wiederholt von der Politik spricht, platzt dem Bundespolitiker der Kragen. Also dieser Begriff, die Politik, packt uns alle in einen Pott, aber ich sitze weder mit der Frau Badung noch mit dem in einem Pott. Mit dem Zuvor hatte CSU-Generalsekretär Markus Blume die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum auf die Fehler ihrer Partei hingewiesen. Für Schulz sind diese Schuldzuweisungen nicht die Lösung der Klima- und Autodebatte. Er sieht genau das als großes Problem. Was ich gerade hier erlebt habe, ist ein klassisches Beispiel. Das konnte man im Vorfeld, konnte man geradezu spüren. Ne? Da ist der CSU-Generalsekretär, der weiß, wenn du der jetzt richtig was auf die Mappe gibst, hast den Beifall des Publikums. Völlig klar. Und da gibt es Frau Badung, die als umweltpolitische Sprecherin in der grünen Bundestagsfraktion Beschlüsse fasst. Sagen Sie mir die böse Frau Badung. Die würde ich so nicht fassen. Das bringt uns keinen Millimeter weiter. Natürlich kann man nicht reduzieren auf einer einzigen Richtung. Als Schulz dann erneut unterbrochen wird, platzt ihm endgültig der Kragen und hat dabei die Lache auf seiner Seite. Wir müssen schauen, dass wir... Das ist nicht für den Arbeitsminister, aber auch nicht gerade, was Sie hier sagen. Da darf ich, jetzt was mal auf... Sie sind ja nicht der Zensor. Bevor... Darf ich mal meinen Satz? Ich sag den jetzt mal zu Ende. Die Politik sagt jetzt mal einen Satz zu Ende. So.